Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 Seasons mit mir, dem Pierre. Ja, so, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen. Gestern, also am Samstag, den 21. Mai. Aber da war ich so salty, dass ich die Folge Müll geworfen habe. Und brauche dann eine Pause. Und jetzt nehme ich die Folge am Sonntag natürlich wieder auf. Und leider habe ich auch das erste Spiel nach, wie viele Spiele ich gewonnen habe, verloren. Und versuche jetzt es besser zu machen. Besser gelaunt und vielleicht auch. Ja. Und vielleicht auch, ja, wie gesagt, besser gelaunt als noch gestern. Gestern hatte ich ja auch zuvor schon die zwei Folgen Ultimate Team aufgenommen. Und ja. Ja, wie gesagt, ich habe die zwei Folgen Ultimate Team aufgenommen und war danach eben ein bisschen salty, kann man so sagen, durch das Ultimate Team, weil es einfach auch anstrengend war. VW mich, nice. Ich habe gerade schon gedacht, der Gegner Meter oder so, weil ich war schon drauf und dran, sauer zu werden. Ja, der Ball sollte da zwar nicht hin, aber gut. Sie verarschen, Alter. Was wird das jetzt für ein Pass, Alter? So. Gut. Fick dich, Mann. Ja. Den Freistoß muss es noch geben. Gibt er ihn? Nein, gibt er ihn nicht. Der Vater war instant weg. Ist klar. Nein, mir nicht rot. Oh, das war ein faires Foul. Am Arsch. Das war sowas von rot, Alter. Eigentlich. Ja, das war schön. Nein. Fuck. Fick dich, Fick dich, Ronaldo. Sollte ich ficken, Alter. Ohne Spaß. Dieses Spiel ist so intens. Ja, gestern hat auch Alex FIFA gestreamt. Das habt ihr mit Sicherheit gesehen. Also hey, kann man noch auf Twitch, glaube ich, noch nachgucken, das Spiele. Mit der echten ist das nicht wahr. Ja, komm, fick dich. Weißt du, so richtig arrogant. Da willst du jetzt einfach deinen Kopf nehmen und einfach das Genick brechen, ey. So arrogant, Alter. Ey, das darf nicht wahr sein. Der Ball kann nicht reingehen. Wieso geht der überhaupt ins Tor rein, ey? Ja, natürlich. Endlich gibt es mal einen Freistoß hier, Mann. Der war so schlecht, Mann. Was ist denn los, Alaba, du Hurensohn, Mann? Oh Mann, jetzt läuft's wieder überhaupt nicht. Läuft ja alles aus dem Ruder, ey. Ja, natürlich. Gibt's Elfmeter? Nein, gibt's nicht. Gott sei Dank.
Da muss ich ja mal die Blutgrätsche raus und eine Schnauze voll gehabt. Ja, dann haut er eh rein, dann ist jetzt 2-0. Fast. Macht aber bei dem Stand auch keinen Unterschied mehr. Und dann fickt er meinen Spieler weg, er juckt den Schiri einfach nicht. Guck, das, du kannst einfach nichts machen in den Linien, Hurensohn. Du kannst nichts gegen den machen. Und alles als ihn einfach wegzuficken. Mehr bleibt da bei dem Fall nicht übrig. Einfach von der Seite richtig hart wegficken. Hoffen, dass es keine rote Karte gibt, aber wegficken. Ganz ehrlich. Es gibt einfach nicht mehr zu sagen. Für zu denen. Jetzt kann ich einfach nur versuchen, hier ein bisschen zu spielen und versuchen, hier ein Tor reinzuhauen. Geil, den man noch kriegt. Ah, das Spiel werde ich verlieren. Aber ich versuche mich halt diesmal nicht aufzuregen und einfach mal auch mal drin zu bleiben in dem Spiel. Aber es ist natürlich auch schwer, in so einer Art, in so einer Situation dann noch keinen Kopf zu behalten. An gegen so einen Hurensohn. Ja, weißt du, das gibt er dann wieder, ey. So lächerlich einfach nur. So eine Hure, so ein Wichse pfeift er dann schon wieder, ey. Sehe ich eben noch Tore. Mach ich so wie Alex jetzt in dem Stream, ey. Ich gehe jetzt auf Tore, ey. Klar. Ich spiele jetzt nach unten. Nice. Eins, eins. Oh, nice. Boah, da war ich gerade irgendwie überrascht, dass das aber so gut kam. Kurz vor der Halbzeit das 1-1 gemacht. Nice. Götze schön durchgesetzt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Gegner nicht wieder, dass der Gegner nicht wieder aufs Tor zurennt und einfach wieder ein Tor reinhaut. So wie er es am Anfang gemacht hat. Das gilt es jetzt natürlich zu verhindern. Und das ist natürlich gegen Real Madrid nicht so einfach. Vor allem jetzt nicht. Nice. Den haben wir sicher. Ich habe nichts gemacht. Wieso hat er den Ball denn? Alter, der wurde einfach geschubst. Dazu quasi gezwungen, den Ball wegzuschießen. Ja, Schussgenauigkeit ist 20%. Also sind wir richtig schlecht. Viele Chancen hat der Gegner jetzt anhält. Schüsse aufs Tor hat er nur einen mehr gehabt. Jetzt nicht, aber Schüsse allgemein, haha, hatte ich mehr. Ja. Mehr gibt's eigentlich zu dem Spiel nicht zu sagen. Ich kann halt nur versuchen, so weit Druck aufzubauen. Um das Spiel hier jetzt. Ja, mach halt ruhig. Arroganter Spasti. Scheiße. Scheiß arroganter Hurensohn, Alter. So richtig arrogant einfach nur, ey. Wie ich es von so einem Real Madrid Fanboy, mit Sicherheit Fanboy, einfach nur gewohnt bin, ey. Das ist einfach richtig hart arrogant. Denkt an Real Madrid und kann sich einfach alles erlauben, ey. Jetzt einmal schief gewickelt, ey. Ich lasse dich nicht vorbei, Alter.
darf nicht wahr sein, dass er da noch durchkommt. Dass dieser Ball durchkommt, war so unnötig. So. Fuck. So, wohl, jetzt haben wir den Ballkonter. Weißt du, da fickt er meinen Spieler richtig hart weg, weißt du? Ne, ich weiß, ich bin so nicht hoch. Fuck, ey. Aber den kriegt. Ey, Mann, die Pässe sind so schlecht. Robben, renn doch einfach mal los. Was hat dir denn Gott zwei Beine geschenkt? Mit Sicherheit nicht nur zum Laufen, ey. Fick dich, Bell. Ja, genau. Was war das denn jetzt? Ja, komm. Ja, das glaubst du ja wohl selber nicht, oder? So, jetzt muss ich was ändern. Thiago läuft sehr viel, der muss raus, ansonsten geht er hier noch platt. So. Mal sehen, was wir jetzt hier noch erreichen können. Mit dem Kader, den wir noch zur Verfügung haben, mit den irgendwas reißen können. Aus dem 1-1 vielleicht noch ein 2-1 machen für uns. Werden wir sehen. Natürlich auch wichtig, die Luftzweikämpfe zu gewinnen. Vor allem gegen Real Madrid. Gegen die starken Spieler von ihm. Aber ein Robben zum Beispiel, der bewegt sich einfach nicht. Und dann bleibt er einfach nur auf dem Fleck stehen und bewegt sich und sprintet nicht oder so. Wieso auch? Weil er auch zu viel verlangt. Uah. Na, schade, Kimmich. Schade. Hättest du dir verdient. Der Gegner, sei nicht so arrogant und denk nicht, du wärst hier der Obermacker von dem Herrn, Alter. Nein! Scheiße, dafür gibt's wieder nichts. Es darf nicht wahr sein gerade. Niemals war das ein Elfmeter, Alter. Aber was sind das denn für Pässe? Ganz im Ernst. Der hat das Tor nicht verdient. Er hat das Tor nicht verdient. Fick dich einfach nur. Ey. Geh mir jetzt nicht auf den Sack hier. Leute, ich bin gerade mega konzentriert. Und versuche gerade, dass der hier so ein Huren-Lackertor raushaut noch. Juckt mich jetzt nicht, Mann. Muss jetzt mal hier eine Duftmarke setzen, ey. Ich will dieses Spiel nicht verlieren. Darf nicht wahr sein, ey. Gegner spielt so Hurensohn-like, das geht mir so auf die Eier. Glaubt ihr mir gar nicht. So. Jetzt nochmal nach vorne. Es ist unglaublich. Fick dich. Arroganter Wichser. Jawohl, Robben ist durch.
Das war nicht ganz koscher, du kleiner Lappen, ey. Das darf nicht wahr sein. Fick dich. Hey, komm! Mann! Ich hab nicht mal was gemacht. Ey, das ist... Also, das ist wieder EA. Krieg ich's kotzen? So unverdient einfach nur diese Scheiße. Ja, Leute, das war's von der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.